go. Außerdem. Sprich mit Elana Tool. Das werden wir jetzt machen. Auch eine schöne Welt finde ich, Alderaan. Mit den ganzen Gebirgsketten und so weiter. Das sieht schon gut aus. Oh, Level up. Nur durchs Fahren. Haha, sehr schön. Hier müsste normalerweise auch irgendwo ein Lehrer für uns rumstehen. Den werde ich erstmal eben einmal suchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der steht. War das nicht irgendwo hier gewesen? Agentenausbilder, Kopfgeld. Sith-Inquisitor, da ist er doch. Wir können sogar was lernen. Soll ich euch anweisen? Ja, sie. Oh, gleite Navigation Rang 2. Genial. Ich spüre, dass ihr es weit bringen werdet. Auf jeden Fall. So, ich denke mal, wir müssen jetzt ins Haus Tool rein. Das ist dieses nette kleine Gebäude hier. Ja, alles okay? Immer. Ich frage mich nur gerade, wo wir hin müssen. Ah, wir müssen hier rein. My Lady, dies muss der Sith sein, den wir erwarten. Ich spüre die Macht. Willkommen, Sith. Entschuldigt das Chaos. Alderaan steht kurz vor dem Bürgerkrieg. Das Haus Tool verdankt dem Imperium so viel. Ich fühle mich geehrt. Wie reizend. Ohne die Hilfe des Imperiums wäre das Haus Tool, wäre ich heute nicht auf Alderaan. Aber unsere Geschichte interessiert euch sicher nicht. Darth Zesh erwähnte, dass ihr wegen eines Artefaktes hier seid. Stimmt das? So ist es. Ihr liegt richtig. Sehr gut, dann sollte ich euch durchaus helfen können. Ich möchte euch meinen Sith-Leibwächter Urtel Morin vorstellen. Er hat bereits ein paar Nachforschungen angestellt, nachdem Darth Zesh sich an uns gewandt hat. Ich bin entzückt. Nur selten begegnet man so berühmten und hübschen Sith. Zuerst hatte ich nur so eine Ahnung. Schleimer. Das Haus Organa steht den Jedi nahe. Also nahmen wir einen ihrer Kammerdiener gefangen und haben uns ein wenig mit ihm unterhalten. Er bestätigte uns, dass sich das Artefakt im Besitz des Hauses Organa befindet und in ihrer privaten Schatzkammer im Elysium aufbewahrt wird. Zählt das Haus Organa nicht zu euren Erzfeinden? Wir brauchen gewiss keine Vorwände für einen Angriff. Leider ist das Elysium verschlossen und der Schlüssel befindet sich in den Händen des mächtigen, angesehenen und unausstehlichen Jedi-Meisters Nomar Organa. Ihr seid der einzige Sith auf ganz Alderaan, der überhaupt eine Chance gegen Nomar hätte. Wir müssen ihn herbringen. Nomar Organa ist für seine Stärke und seinen Einfluss bekannt, vor allem aber für seine Prinzipien. Er ist der perfekte Jedi, wie er im Buche steht. Aber jeder hat seine Schwächen. Habe ich nicht recht? Das ist mal so ein richtiger Schleimer, würde ich sagen. Bringt ihn her und ich werde ihn brechen. Ihr solltet zunächst die Bibliothek des Hauses Alde aufsuchen. Sie sind die Hüter der Geschichte Alderaans. Persönliche Bande werden uns sicher hilfreich sein. Besonders nahestehende Geschwister oder Freunde aus der Kindheit. Aber seid auf der Hut. Das Haus Alde ist ein enger Verbündeter des Hauses Organa.
Angehörige des Hauses Thul werden bei Sichtkontakt angegriffen. Sith, es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Habe ich das richtig gehört? Darth Zesh hat euch hergeschickt? Ja, sicher. Sie ist meine Meisterin. Es ist also wahr. Ich bin zutiefst geehrt. Ihr gehörtet zu der Gruppe von Sklaven, die sie zur Ausbildung zur Akademie gebracht haben, nicht wahr? Man sagt, ihr hättet Darth Scotia getötet. Was, wenn ich euch sagen würde, dass dem so ist? Ich würde sagen, ich wäre beeindruckt. Und dann würde ich wissen wollen, wie ihr das geschafft habt. Ich denke, das bleibt mein kleines Geheimnis. Ich verspreche euch, es niemandem zu sagen. Und es ist bestimmt eine beeindruckende Geschichte. Fürs Erste werdet ihr mit eurer Neugierde leben müssen. Meine Neugierde ist äußerst ungeduldig. Ich hoffe doch sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen, uns näher kennenzulernen. Es gibt noch weitere Sith auf Alderaan. Aber es ist selten, dass man Zeit zum Reden hat. Ich hoffe, wir werden mehr als nur reden. Nun, vielleicht werden unser beider Wünsche erfüllt. Ich muss gerade etwas für meine Herren erledigen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch Glück. Das ist mal so ein richtiger Schleimer, würde ich sagen. Okay. Wir müssen jetzt zur Bibliothek der Familie Alde hin. Da müssen wir einen Taxipunkt nehmen erst einmal. Weil zum Haus Alde ist es ein kleines Stückchen. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Also normalerweise müssten wir hier hin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Aber ich gucke immer nochmal nach auf der Map. Ja. Deswegen verstehe ich mal wieder nicht, warum das Taxi das jetzt nicht anzeigt. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ach jetzt, ja jetzt. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So, wir sind da. Also ich glaube, verkaufen müssen wir glaube ich nichts oder so. Ich kann mal nochmal nachgucken. Ups. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja doch, ich kann was verkaufen. Und zwar dieses Schwert. Das müsste doch schlechter sein wie das, was ich habe. Ja, ist noch ein bisschen schlechter. Leben Sie wohl. So. Aufsatteln. Andronikus, es geht los. Wir haben gerade eine Katze am Arsch. Die sind eigentlich sehr schnell. Der kommt mir jetzt gerade entkommen, sag ich mal.
Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Also geradeaus ist normalerweise das Haus Alde. Nicht normal, da ist es auch. Das ist das Haus Alde. Kiste mitnehmen. Kohle umsonst. Zack. So schnell stirbt man nicht. Nee, wir sowieso nicht. Da kommen wir jetzt so nicht durch. Ah, nee, wen habe ich jetzt angelockt? Beide Seiten. Ich habe ja noch nicht gedacht, dass ich beide Seiten anlocke. So, jetzt bei mir. Da hinten noch. Nimm mal was für die Jungs hier. So. Der ist zwar durchgefahren, wurde nicht gesehen. Warum nicht? Warte mal, Kiste mitnehmen. Mich sieht er. Pö. Okay. Auf jeden Fall sind wir schon mal drin, das ist schon mal gut. Drin sind wir. Wir müssen jetzt in die Richtung. Seht ihr oben rechts auf dem Radar, wo wir so circa hin müssen. Da gibt es noch ein Wissensobjekt, das nehmen wir mit. Eigentlich stehen hier oben, glaube ich, Wachen, oder? Naja, gut. Ups, da steht auch jemand. Ah, die hätten wir echt umgehen können. Naja, egal. Alles okay? Okay, wir müssen hier oben rein. Hier ist die Bibliothek. Das war ja klar. Alles okay? Dumm, die dumm, die dumm. So, da oben müssen wir nicht hin, wir müssen hier glaube ich rein. Oder müssen wir dann, nee, da oben müssen wir nicht hin, wir müssen hier rein. Tag. Ey. Immer die schubsen, ne? Ups. Ja, war halt ein Ups gewesen. War nicht so gemeint. Was spielt ihr auch hier rum hier? Hau ab, hier Gast. So, da unten haben wir noch ein paar rumstehen. Oh, also dieses Schubsen im Mann, echt. Andronikus, heil mich mal kurz. Mann, aber ganz schön hier Probleme gerade bei mir. So. Das war knapp.
Alles okay? Ja, sicher das. Alles okay. Das war aber ganz schön knapp gewesen gerade eben. Danke euch allen für euer Kommen. Freunde, Familie und alle anderen. Wie ihr wisst, wollten Rehanna und ich an diesem Tag unsere Verlobung bekannt geben. Norma, was sagst du da? Es tut mir leid, Rehanna, aber ich habe... Ich meine, es gab eine Änderung. Du Feigling! Ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Jedi-Orden. Ich habe beschlossen, meine Ausbildung im Umgang mit der Macht fortzusetzen... Auf einem anderen Planeten. Es ist deine Familie, oder? Sie haben dich dazu gezwungen. Diese verdammten Organas denken, ihr seid zu gut für uns. Zu gut für meine Tochter. Das wird euch noch leid tun. Das verspreche ich. Ein Familiendrama. Auf jeden Fall. So, kehre zu Elana Tool zurück. Das machen wir. Das war gewesen hier Toolpalast. So, Leute, ich will mal ganz kurz eben Kaffee holen. Ich bin gleich wieder bei euch. Einen Moment dauert's nur. Da bin ich wieder. Wohin zu der geschätzten My Lady? Ups. Haltet mich über alles auf dem Laufenden, Urteil. Vielleicht müssen wir eingreifen. Ah, Sith. Entschuldigt die Wartezeit. War eure Suche im Haus Alde erfolgreich? Ich habe mir schon die kühnsten Skandale ausgemalt, in die der ach so makellose Normar Organa verwickelt sein könnte. Nicht gerade ein Skandal, aber er war einst verlobt. Verlobt? Interessant. Jedi haben es normalerweise nicht so mit Hochzeiten. Lasst mal sehen. Bekanntgabe der Verlobung von Normar und Rehanna. Meine Güte, wie pikant. Das muss schon 20 bis 30 Jahre her sein, lang bevor ich geboren wurde. Aber eines meiner Kindermädchen hat mal davon gesprochen. Die Schwester von Lord Rist war einst mit einem bekannten Adligen verlobt, entgegen der Wünsche beider Familien. Der Feigling beendete die Beziehung jedoch. Und ich dachte immer, dass Jedi an ihre Versprechen gebunden wären. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Zeitpunkt dieser Aufzeichnung passt, genau wie der Name, Rehanna. Das Haus Rist ist für seine gut ausgebildeten Attentäter bekannt und Lady Rist bildet da keine Ausnahme. Bekannt ist sie jedoch vor allem dafür, dass sie stur gegen eine Vermählung ist und für die Demütigungen, die all jene ertragen mussten, die um ihre Hand baten. Klingt so, als könnte man eine Menge Spaß mit ihr haben. Und vor allem klingt es so, als ob sie noch immer in Normar Organa verliebt ist. Und wenn sie Normar noch immer liebt, dann könnt ihr sie vielleicht dazu bringen, Normar nach Alderaan zu locken. Ich habe meine Möglichkeiten, wenn sie nicht mit sich reden lässt. Die Wahl der Mittel liegt bei euch, aber hoffentlich muss es nicht so weit kommen. Bitte seid vorsichtig. Die gefährlichsten Attentäter Alderaans stehen zwischen euch und Rehanna Rist. Viel Glück, Sith. Wie schön, euch wiederzusehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meiner Herrin Bericht erstatten. Worum geht es in dem Bericht? Es gibt Gerüchte, dass das Haus Organa einen Angriff plant. Lady Elana möchte, dass ich herausfinde, ob etwas Wahres daran ist.
wenn das Haus Thul meine Hilfe braucht? Es ist meine Pflicht, das Haus Thul zu beschützen, nicht eure. Aber ich weiß das Angebot zu schätzen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, Geschäft ist Geschäft. Guten Tag und viel Glück, Sid. Jo, danke schön. Das war ziemlich knapp. Warum, gucken wir mal, ob das Teil besser ist mit das, was ich anhabe. Jo, tauschen, sehr schön. Oh. So. Wo müssen wir jetzt hin? Das war ziemlich knapp. Wir schauen erstmal auf die Map drauf. Wir müssen jetzt da rein hier. Haus Rist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wir können, glaube ich, dann vom Königspass, glaube ich, am besten dahin, ne? Ich glaube, ja. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ja, von hier aus, würde ich sagen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Fliegen wir da mal hin. Ja, ist doch eine schöne Welt, oder nicht? Wenn da der ein oder andere Zuschauer von euch auch SVTOR spielt, was ist denn euer Lieblingsplanet? Oder Lieblingsplaneten? Vielleicht mag man ja mehrere Planeten. Also Alderaan gehört mit dazu, zu den Planeten, die ich auch eigentlich hübsch anzusehen finde und auch gut finde. Also eine Bergfestung zum Beispiel. Könnte mich auch interessieren, hier auf Alderaan. Das sieht schon klasse aus. Gut, ist ein bisschen kühl, nicht? Teilweise hier Schnee rum. Aber es ist schon ein schöner Planet, finde ich. Aber jeder hat seine eigenen Vorlieben, sag ich mal. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wenn ihr möchtet. Würde mich mal interessieren. So, wir sind gleich da. So.